Hallo und herzlich willkommen, liebe DMSG Community. Schön, dass du gerade wieder eingeschaltet hast hier zu diesem neuen Video. Ich hoffe es ist in Ordnung, wenn ich heute mal eine Mütze trage. Ihr wisst doch, durch Corona alle Friseure haben zu und das will ich euch heute echt nicht antun. Ich sitze jetzt auch hier in meinem neuen äh, Studio-Setup. Das bedeutet, so werdet ihr mich jetzt öfter sehen. Ich kann verstehen, dass die Themen MS und das vielleicht nicht unbedingt so zusammenpassen, aber so habe ich es mir jetzt eingerichtet. Ich mag es und ähm, ja, es lässt mich so ein bisschen meine Kindheit wieder auferleben. Von daher... Ich stehe dazu. Heute soll es aber um ein ganz anderes Thema gehen. Heute möchte ich mit euch einmal über die fünf Dinge sprechen, die ich als erstes weggelassen habe bzw. reduziert habe nach meiner MS-Diagnose. Das sind alles nur Tipps aus meiner Erfahrung. Ihr müsst das nicht machen. Und äh, ihr müsst es auch nicht ganz aus eurem Leben verbannen. Also manche Sachen solltet ihr vielleicht, da kommen wir gleich drauf zu, die anderen, die kann man sich auch ab und zu mal gönnen. Auch ich mache das. Ja, also das Leben ist kein reiner Verzicht. Und auch mit MS wollen wir noch leben, wir wollen doch irgendwie das Leben genießen. Und da sollten wir uns auch vor allem die Sachen nochmal schmecken lassen, die uns echt. Gut schmecken. Ich würde gar nicht so lange rumreden und direkt mit der ersten Sache starten, wo ich mir gesagt habe, nee, das mache ich nicht mehr. Und ich verstehe die Leute, die jetzt sagen, oh Mann, Kevin, wirklich, wenn du gerne rauchst und ich meine Zigaretten, dann solltest du das wirklich sein lassen. Ich habe Gott sei Dank schon weit vor meiner MS-Diagnose damit aufgehört. Allerdings habe ich immer so Partyrauchermäßig, wenn ich ein paar Bierchen getrunken habe, auch gerne nochmal ein paar Zigaretten geraucht. Das mache ich mittlerweile eigentlich. Nicht mehr. Also in ganz, ganz, ganz seltenen Ausnahmen. Und dann bereue ich es auch sehr schnell. Mir wird extrem schlecht davon. Ich muss nicht viel dazu erklären. Nikotin ist ein Nervengift. Wir haben eine Nervenkrankheit. Deswegen sollte das 1 plus 1 gleich 2 ergeben. Und ich denke. Das sollte man wirklich reduzieren. Viele Menschen mit MS sagen aber auch: oh, Jetzt mit dem Rauchen aufzuhören, das würde mich so sehr stressen. Und Stress ist ja auch nicht gut für die MS. Ja, aber ich glaube, langfristig gesehen, wenn du die nächsten 20 Jahre weiter rauchst, ist das schlimmer für dich und deinen Körper, als wenn du jetzt ähm, mal ein halbes Jahr, sage ich, einen Entzug durchmachst. Es ist ein gut gemeinter Rat von mir. Wie gesagt, fühl dich nicht angegriffen in dem, was du gerne machst. Wenn du sagst, das ist es dir wert, dann mach. Ich sage nur, ich habe es für mich sein gelassen und ähm, denke, dass das auch die richtige Entscheidung war. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und der wird manchen von uns auch wehtun. Wir sprechen von Industriezucker. Also all die leckeren Süßigkeiten da draußen. Und ich bin so ein Fan, kennt ihr diese sauren Zungen? Ich liebe alles, was richtig sauer ist. Und auch da wieder vorweg, ich verzichte nicht komplett darauf. Aber ich mach's nicht mehr wie früher, also sowieso nicht mehr, weil ich bin irgendwann erwachsen geworden. Erwachsen. Zieh mir so eine ganze Packung Haribos am Abend rein. Aber man kann sich gerne mal zum Beispiel. Zu seinem Kaffee am Mittag ein, zwei Stückchen Schokolade gönnen. Ich rede eher von den Naschkatzen, die sich morgens frühs auf nüchternen Magen zwei Kinder Pingui einverleiben oder dann jeden Mittag einen dicken Schokopudding essen nach dem Mittagessen als Dessert. Das sollte man vielleicht einfach austauschen gegen verschiedene Früchte und Obst. Das ist, ja, klinge ich jetzt wie so eine Mutti, aber es ist tatsächlich so lecker. Und wenn man erstmal vom Industriezucker weg ist, was ja auch eine Art Droge für den Körper sein kann, was ja, also ne. Nicht Droge, Droge, ihr wisst, was ich meine. Es macht eine gewisse Abhängigkeit. Eure Darmbakterien gewöhnen sich an den Zucker und verlangen im Gehirn immer weiter danach, noch mehr Zucker zu sich zu nehmen. Und das ist dann so eine Spirale, so ein Teufelskreis, aus dem wollt ihr ausbrechen. Ich glaube, dass ihr das wollt. Ich kann ja nicht wissen, was ihr wirklich wollt. Ich sage nur das, was ich denke. Wenn man eine gewisse Zeit kein. Industriezucker mehr zu sich genommen hat und dann wieder irgendwas isst, was total süß ist, dann werdet ihr merken, dass euer Körper sagt, was ist denn jetzt das? Ich habe mich wirklich eine große Zeit lang von ähm, selbstgemachten Obstspeisen ernährt. Und ich liebe es mittlerweile. Es gibt nichts besseres für mich als frisches Obst. Das ist, hätte ich früher nie gedacht. Ich klinge schon wieder wie so eine Mutti, aber es ist einfach so. Ich kann es euch nur empfehlen. Ähm, zum Beispiel, was ich mache, ich friere mir Obst ein, mache hinterher mir ein kleines Sorbet daraus. Ganz einfach, das eingefrorene Obst mit etwas Mandelmilch und einem kleinen Schuss Agavendicksaft in den Mixer, so dass es ein dickflüssiger Brei ist und ihr habt das leckerste Fruchtsorbet, was es nur gibt. Ganz einfach, wenig Zucker, wenig Chemikalien. Alles natürlich, kann ich euch nur empfehlen, ist viel besser als die meisten Eis, die ihr irgendwo in der Gefriertruhe kaufen könnt. Ein weiterer Punkt, es ist das Thema Fleisch und äh, versteht mich da nicht falsch, auch ich gönne mir immer mal wieder was. Ich esse sogar im Sommer eine Bratwurst, ähm, ich habe mir letztens einen Döner Teller geholt, ich nehme ab und zu auch mal die Salami Pizza. Aber... Das ist sehr sehr selten geworden. Und wenn Fleisch, dann versuche ich wirklich auf Schweinefleisch zu verzichten. Schweinefleisch hat einfach äh, oder kann die Entzündungswerte im Blut steigern. Deswegen habe ich auf besonders Schweinefleisch schon direkt nach der Diagnose extrem verzichtet. Eine sehr lange Zeit noch sehr viel Geflügel gegessen, gelegentlich Rindfleisch, wenn Fleisch dann am besten Fall in Weidenqualität, weil da die Tiere noch ähm, stressfreier leben und ähm, dieser stress wenn tiere in massentierhaltung leben das äh, schlägt sich auch auf die qualität des, des fleisches aus und dem was ihr eurem körper zuführt zum anderen ähm, können die weidetiere wirklich das gute Futter zu sich nehmen und essen. Im besten Falle reduziert man den Fleischkonsum. Ich esse mittlerweile maximal einmal die Woche Fleisch, äh, teilweise auch einen ganzen Monat mal gar nicht. Dann gibt es auch eine Woche, da esse ich dreimal hintereinander Fleisch und letztens war ich sogar bei einem großen Fastfood-Lieferanten, ohne jetzt den Namen nennen zu wollen. Ich will nicht von absolutem Verzicht sprechen, aber denkt mal über eine Reduktion nach. Nächstes Thema: stark verarbeitete Lebensmittel. Ähm, ich spreche von den ganz berüchtigten 5-Minuten-Terinen, alles, was man so in Tüten kaufen kann, was man dann einfach. Einfach nur noch in äh, Wasser auflöst und aufkocht und fertig ist, würde ich stark reduzieren. Ähm, es sind sehr viele Geschmacksverstärker dabei, Konservierungsstoffe, alles Dinge, die der Körper nicht unbedingt braucht. Auch da bin ich nicht fehlerfrei. Ich bin ein Riesenfan von diesen asiatischen Nudelsuppen. Äh, ich liebe ja Japan über alles, wie man hier auch so ein bisschen sehen kann. Und ähm, ich liebe diese, diese Fertig-Nudelsuppen, einfach nur Wasser draufkippt. Und die esse ich auch ab und zu mal. Aber wie gesagt, nicht mehr dreimal die Woche oder damals, ich weiß nicht, am Praktikum, da habe ich mir wirklich jeden Mittag so eine 5-Minuten-Terrine als Mittagessen reingezogen. Das gibt es heute natürlich nicht mehr. Aber in ganz seltenen Fällen so einmal im Monat. Gönne ich mir auch mal so ein Süppchen, aber ich habe es reduziert. Und das ist meine Empfehlung auch äh, für dich. Aber kommen wir zum letzten der fünf Punkte, die ich hier auf meiner Liste habe. Und das sind ähm, schlechte Fette. Also alles, was einen sehr hohen Omega-6-Anteil hat. Das findet man meistens in allem, was ähm, sehr hoch erhitzbar ist, damit man es frittieren kann. Also alle Öle wo etwas drin frittiert werden kann. Ich spreche von den typischen Pommes, auch bei den Fast-Food-Ketten, die man so kennt. Die sind natürlich dann in einem sehr hoch erhitzbaren Fett frittiert worden und das ist auch nicht wirklich gut für uns und den Körper. Also selbst wenn man keine MS hat, ist es nicht unbedingt toll. Es würde jetzt sehr, sehr weit ins Detail gehen, wenn ich den Unterschied zwischen Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren und Omega-9 gibt es ja auch noch hier aufklären äh, würde zu. Aber ich möchte euch einfach nur gesagt haben, versucht Sachen, die frittiert sind etwas zu reduzieren, zu verringern, nicht mehr so viel frittierte Pommes, frittiertes Hähnchen, alles was halt in der Friteuse richtig lecker und knusprig wird. Wie gesagt, kann man sich mal gönnen, aber nicht mehr dreimal die Woche, viermal die Woche. Und es gibt Leute, die machen das drei, viermal die Woche. Ich war auch eine Zeit lang jemand, der hat das drei, viermal die Woche gemacht. Ich habe sogar damals bei einem dieser Fastfoodketten gearbeitet von 16 bis ich 19 war. Dreimal die Woche und ich habe dreimal die Woche Burger, Nuggets, Pommes alles gegessen, so viel ich wollte. Ich frage mich heute, wie ich das damals geschafft habe, ohne zuzunehmen. Naja, äh, das war es eigentlich heute von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, war informativ. Ihr könnt, wenn ihr Fragen habt, die gerne in die Kommentare schreiben und ähm, auch, welches Thema ich denn als nächstes Mal ansprechen soll. Lasst unserem Kanal gerne ein Abo da. Hier unten einmal drauf drücken, ist kostenlos, informiert euch aber darüber, wenn ein neues Video online geht. So verpasst ihr nichts, wenn wir hier was posten und ihr gerne die Videos schaut. Außerdem würde ich mich sehr über den Daumen nach oben freuen. Das hat den Hintergrund, dass unsere Videos besser gerankt werden. Heißt, sie werden mehreren Leuten angezeigt, die sich für ähnliche Themen interessieren. Und da wir natürlich so viele Menschen mit MS erreichen möchten wie möglich, würde uns das sehr freuen, wenn ihr uns mit so einem Daumen nach oben unterstützen würdet. In diesem Sinne. Habt eine schöne Woche. Ich hoffe, es geht euch weiterhin gut. Und wenn ihr Fragen habt, lasst es uns wissen. Bis dahin, ciao, haut rein und wiederschauen.